Ein kurioser Unfall ereignete sich heute Mittag gegen 11.30 Uhr auf der Sauerlandlinie zwischen Lüdenscheid Nord und Hagen Süd. Zwei VW-Busse aus Polen, die mit einer Abschleppstange verbunden waren, gerieten außer Kontrolle und rutschten in den Graben, wobei einer der beiden Busse auf der Seite liegen blieb. Zeugen hatten beobachtet, wie das Gespann bereits über einen langen Zeitraum mit hoher Geschwindigkeit auf der schneeglatten Sauerlandlinie unterwegs war. Durch den Unfall entstand ein Stau von bis zu 10 Kilometern Länge. Ja, heute Mittag gegen 11.35 Uhr kam es auf der A45 zu einem Verkehrsunfall der nicht alltäglichen Art. Zwei VW-Bulli, die sich mit einer Abschleppstange verbunden waren, kamen kurz vor Hagen Süd nach rechts von der Fahrbahn ab. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, dass das Gespann, also die beiden VW-Bullis, mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und dann plötzlich auf der Fahrbahn ins Schleudern kamen und nach rechts in den Graben rutschten. Bei dem Unfall ist eine Frau leicht verletzt worden. Wir als Polizei möchten nochmal darauf hinweisen, dass ein Abschleppen auf der Autobahn grundsätzlich verboten ist. Es gilt hier der Nothilfegedanke, das heißt, ein liegengebliebenes Fahrzeug darf durch andere Verkehrsteilnehmer nur ab bis zur nächsten Ausfahrt abgeschleppt werden. Ansonsten begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Ob das in diesem Fall vorlag, müssen wir die nächsten Zeugenaussagen abwarten.